Hi Leute, ihr hattet mich immer wieder gefragt, was ich an Büchern empfehlen kann. So spirituell angehauchte Sachen. Also, Thich Nhat Hanh war eins meiner Lieblingsautoren. Unglaublich schöne Bücher. Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Gerade am Anfang einfache Meditationstechniken, perfekt zum Einstieg. Ja, Frieden mit jedem Atemzug kann ich dir sehr empfehlen. Das sind Techniken, die kannst du einfach in den Alltag integrieren, einfach einbauen. Es ist super schön zu lesen hier, super schön gestaltet und. Desi geht dann schon ein bisschen tiefer. Das fand ich sehr interessant, aber es ist vielleicht nicht so für jedermann. Genau, das ist der gute Herr. Mittlerweile auch schon, ich glaube, über 90. Sehr viel miterlebt. Ich glaube, 27 geboren. Ich weiß es nicht mehr. Ja, die Weisheit des Lotus Sutra ist eins meiner Lieblingsbücher auch noch gewesen. Eine Zeit lang habe ich zweimal gelesen. Seine Bücher beruhigen mich einfach unglaublich. Also, ja, wenn ihr ein Buch wollt, einfach aufschlagen, du liest eine Seite, ich bin entspannt. So. Also die Bücher alle von Thich Nhat Hanh im Grunde, gerade so zum Einstieg, Frieden mit jedem Atemzug oder Ich pflanze ein Lächeln heißt das andere, kann ich voll empfehlen. So, das ist auch ein sehr schönes Buch von Andreas Beutel vom Pythagoras-Institut Dresden hat er gegründet. Der hat auch, die kommen dann auch die Bücher, Die Blume des Lebens hat er ein Buch zu. Ja, gerade wen das interessiert, heilige Geometrie zu lernen, Symmetrie, dann schaut da mal rein. Shaolin-Prinzip, ja, auch so Lebens. Auch schön gestaltet, wirklich ein Arbeitsbuch, wirklich zur Umsetzung anregend, Persönlichkeitsentwicklung, denke ich, sehr gut ist man da aufgehoben, weil es wirklich, wenn man das umsetzt, dann ist es unglaublich hilfreich. Klassiker, Eckhart Tolle kennt vielleicht jeder, ja. Brauche ich wahrscheinlich nicht zu viel zu sagen. Sehr gutes Buch, finde ich. Kann ich auch empfehlen. Das hier ist eine meiner Bücher, die habe ich als erstes gelesen, als ich in Stuttgart war. Dann dachte ich noch mal einen Master angefangen in Bauingenieurwesen, was ich eben zuerst studiert hatte und da auch phasenweise gearbeitet hatte, aber da habe ich eben einen Master angefangen, habe in Stuttgart und dann kam ich an dieses Buch und da hat sich mein Leben auch nochmal mehr so gewandelt. Ich kam das erste Mal so ein bisschen aus meiner Umgebung raus mit Freunden, Familie und habe gemerkt, ey, was will ich überhaupt machen? Was will ich? Ne? Und dann wisst ihr ja, jetzt stehe ich hier und mache hier Videos. Ne? Ja, so läuft's. So läuft's. Tao Te Ching, uralte Weisheit. Ich glaube 54, 52 Verse. Ja, sehr schön. Sehr interessant. Ja, da habe ich ab und zu mal reingelesen, fand ich so lala. Das ist auch ein Buch, kann ich eben nur empfehlen, sehr wissenschaftlich, aber da auch mal Experimente, die, ja, die ein bisschen weiter reichen als hoppala, konventionelles Bewusstsein. Und ja. Unglaublich interessante Experimente, Studien, egal zu was, zu Medikamenten, Impfungen, zu Potenzial von den Gedanken, vom Geist. Sehr interessant. Das Buch bezüglich Chakras, Wheels of Life, ist auf Englisch, auch sehr schön, kann ich nur empfehlen. Ja, fand ich ganz gut, interessant, aber eben auf Englisch. Genau, wen das interessiert. Lass mal wieder gerade richten. So. Ja, und hier unten geht's weiter. Oh ja, das sind ein paar schöne zwei Bücher. Einmal von Galina Shatalova. Wir fressen uns zu Tode. Sehr interessant, ihre Experimente, ihr Konzept. Tja. Man braucht eigentlich nicht so viel essen. Sie denkt eben, der Mensch kann noch viel länger älter werden, mindestens 150 Jahre, wenn man es mal von der Spanne her von Heranwachsen bis dann die Gesamtlebensdauer vergleicht. Da liegen die Zahlen bei normalen, bei allen Tieren und ja, im Tierreich eben bei eigentlich
maximal, glaube ich, ein 17. oder sowas. Aber wenn man das mal vergleicht mit unserer Lebensspanne, also bis wir erwachsen wären, dann müssten wir eben mindestens ja, 150 Jahre alt werden. Sie sagt eben, man braucht vielleicht 250, 400 Kalorien täglich höchstens, wenn das mein Kalorien misst, aber das haut eben auch nicht so hin. Kalorien sind da nicht ausschlaggebend, habe ich ja öfter schon drüber geredet in meinen Videos. Ja, also kann ich nur empfehlen von Galina Shatalova, unglaublich interessant. Das nächste Buch, Dr. Norman Walker, täglich frische Salate erhalten ihre Gesundheit. Fand ich ganz interessant. Ja, er beschreibt einfach viele Salate, viele Lebensmittel, viele Rezepte. Das sind die ursprünglichen Sachen. Ja, ganz nett. Hauptsächlich Rezepte drin. Genau, das hier sind alles alte Schulbücher, die ich gelesen hatte. Die Entdeckung der Currywurst, Dani und die Fasanjagd. Die waren von meinem Bruder. Die ganzen habe ich am Gymnasium gelesen. Oder diese ganzen griechischen Sagen. Ach, und dann die Nibelungen. Jojo, der Deutschlehrer. Das war schon eine lustige Zeit. Funke der Freiheit. Das ist noch ein ganz nettes Buch. Essbare Wildpflanzen. Wen das interessiert, fand ich ganz schön zum Nachschlagen. Ganz interessant. Ja, habe aber jetzt nicht allzu oft reingeschaut. Aber doch immer wieder interessant und ganz nettes Wildkräuterbuch. Zack, unsere essbaren Wildpflanzen. Und dann hatte ich mir eben auch eins geholt für die Tropen eigentlich. Da wollte ich dann mal so in den Tropen ein bisschen die tropischen Pflanzen anschauen. Sind hier beschrieben. Hab leider nicht so viel reingeschaut, hatte es aber auf der Reise mit. Ein paar Sachen hatte ich gesehen. Ach, die hatte ich neulich auch gegessen. Jo. Jetzt haben wir hier noch ein Buch. Oh, das habe ich mal geschenkt bekommen von einem Freund. Ja, Lichtnahrung, das sind ja auch einige. Interessiert dran. Ja, ein Thema, das sehr behaftet ist in unserer Gesellschaft. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Sage ich jetzt mal nichts zu, weiß ich nicht. Ich möchte auch keine Annahmen mehr machen. Ich fände es nur schön, wenn man sich Möglichkeiten offen hält, geistig immer offen zu bleiben. Nicht gleich alles irgendwie als Schwachsinn abtut. Genau. Ich fand es ganz interessant, was drin steht. Ich habe es nicht komplett gelesen. Das war auch noch ein anderes Buch von Yashmain. Genau. Ähnliches Thema. Fand ich ganz interessant. Muss man mögen. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut da rein. Darüber möchte ich eigentlich nicht so viel immer reden, beziehungsweise weil da viele Anhaftungen, wie gesagt, da sind, was so ein Thema anbelangt. Christian von Raw Spirit hat ein sehr schönes Video zum Thema Lichtnahrung mal gemacht neulich. Könnt ihr auch mal auf seinem Kanal schauen. So, dann kommt das nächste Regal. Also ihr seht, es sind einige Regale. Hier ist wieder einiges von meiner Freundin dabei. Ein paar Klassiker. Oh, Reklam. Alles von meiner Freundin bis hierhin. Die hatte ich gelesen. Die Kunst des klugen Handelns. Fand ich damals ganz gut. Ist schon sehr lange her. Jetzt bin ich ein bisschen auf einem anderen Punkt. Weiß nicht, wie es jetzt wäre, wenn ich es jetzt nochmal lese. Ja, die Kunst des klaren Denkens dann. Klaren Handelns und Denkens. Fand ich beide damals ganz gut. Noch ein Buch von Teach Nathan. Auch super schön, super. Einfach auch mehr. Genau, Heilkraft buddhistischer Psychologie. Nikola Tesla, unglaublich interessanter Mann. Kann ich auch nur empfehlen, sein Buch. Und ja, Mozart habe ich nur so halb gelesen. Auch ganz nett. Biografie halt. Ganz schön geschrieben, interessant. Selbstdenken fand ich damals. Schönes Buch. Cover fehlt jetzt leider. Faszinierende Welt der Angst. Was können wir durch unsere Angst lernen? Auch immer wieder ein Thema. Am besten nicht mehr produzieren. Das Genie in uns, da geht es hauptsächlich um diesen Effekt, hey, du steckst 10.000 Stunden irgendwo rein
Und dann wirst du Experte, Genie da drin. Und dass es hauptsächlich darin steckt, wie viel Zeit man investiert. Natürlich auch ein bisschen von den Voraussetzungen, aber jo, wie Gene gar nicht so ausschlaggebend sind. Konzentriert euch ein bisschen Anti-Multitasking und sowas, ne? Eine Anleitung zum modernen Leben. Fand ich ganz gut, ganz interessant. Aber die Bücher ist schon länger her, ein paar Jahre, wo ich die gelesen habe. Deswegen weiß ich nicht mehr, was ich da jetzt heute drüber sagen würde. Das fand ich auch ganz schön. Unabhängigkeitserklärung. Genau. Die sind von meiner Freundin. Auch von meiner Freundin. Und hier sind noch die anderen Bücher von Andreas Beutel, den ich schon erwähnt hatte. Ja, Die Blume des Lebens. Sehr schön, kann ich empfehlen. Kleine Mini-Bücher. Schön gestaltet aber und du siehst wirklich, wie sich alles aufbaut. Die ganze Geometrie, wie alles im Grunde verknüpft ist, wie es zusammenhängt. Und er hat noch ein zweites Buch, Merkaba. Fand ich auch ganz interessant. Jo, was haben wir noch? Fand ich auch mal ganz interessant. Dunkeltherapie. Man geht in den dunklen Raum und es öffnen sich ganz andere Sinne, ganz andere Möglichkeiten dadurch. Man kommt zu einem ganz anderen Bewusstsein. Man nimmt keine Eindrücke mehr von außen auf. Und ja, fand ich sehr interessant. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, aber was ich bis jetzt reingelesen habe, sehr interessante Erfahrungsberichte. Und ja, wen das mal interessiert, das Buch, ich weiß gar nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Das war, ja. Das war, glaube ich, auch gebraucht, wo ich es bestellt hatte. Ja, und dann hier noch ein kleines Heftchen von Rudolf Steiner. Hatte ich mich auch eine Zeit lang mal mit befasst, aber manche Sachen von ihm finde ich dann einfach sehr anstrengend zu lesen. Ein bisschen unklar ausgedrückt, aber vieles ist dann, ja, es geht schon. Ist interessant. Ist auf jeden Fall interessant. So, jetzt, ich glaube, das dürfte es gewesen sein, erstmal an Büchern. Ich hatte noch einige Bücher ausgeliehen, einige Bücher immer woanders. Und ja, die werde ich euch vielleicht noch wann anders mal zeigen, wenn ich zwischendrin noch Bücher habe. Dann ja. Ansonsten schreibt gerne unten drunter, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben, teilt das Video, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren guten Tag. Mach's gut. Ciao.